Ob es für den nächsten potenziellen Verkäufer besser läuft? Eines steht fest. Das Mitbringsel von Andreas Gerst sieht man in Pulheimer Walzwerk so gut wie nie. Ich habe die Figur jetzt über Jahre hinweg und wir haben uns satt gesehen und sie soll ein neues Zuhause bekommen. Doch ohne Händlerkarte kein Verkauf und ohne Expertise keine Händlerkarte. Die Begutachtung ist ein Fall für Detlef Kümmel. Also Detlef, der sieht ja mal gut aus, ist nur ziemlich sprachlos. Schönen guten Tag, ich hoffe, Hallo, Sie sind nicht sprachlos. Nein, ich bin der Andreas. Andreas, das freut mich sehr, da sind wir schon mal direkt beim vernünftigen Du. Andreas, Jacketing, das gefällt mir. Sowas ist schon wieder so kurios, dass ich sage, das muss man haben. Das ist einfach ein Muss. Richtig, oder? So ist mir jetzt auch gegangen. Ja. Also sammelst du sowas? Raritäten, ja. Hauptsächlich alte Blechdrehtautos. Ah, Freund! Blechdrehtautos, wie viele hast du? 12. Ja, und wieso ist er dazugekommen? Kurios. Der hat mich angelächelt. Ich habe den gesehen auf der Antiquitätenmesse in Straßburg bei einer Puppensammlerin. Und die hat mir den erklärt. Er hat sein Leben verbracht in einem Uhrengeschäft in der Schweiz. Ja. Und hat mich interessiert wie im Uhrwerksaufzug. Ach, der hat wirklich ein Uhrwerk. Detlef, jetzt gehe ich aber mal ganz schwer davon aus, der hat ja um den Daumen und über die Hand gelegt, diese Taschenuhr. Ja. Das ist doch, glaube ich, nicht original gewesen, oder? Das kann so sein, dass es bei dem Uhrengeschäft so dekoriert worden ist. Aber hier darf man nicht vergessen, solch eine Haltung könnte auch für andere Gegenstände, die man bewerben will. Da kann es auch jemand sein, der vielleicht eine Zahnbürste da reinpackt, dass man sagt, so öfter Zähne putzen. Ja, also, ja, lass den noch mal nicken. Hat der Zähne? Lass ihn noch mal nicken. Nein, der hat jetzt keine. Aber man könnte das natürlich auch so. Hat er doch? Doch, hat er doch. Also hat er oben nicht drin. Also hat er. Ja. So, also man kann natürlich solche Figuren auch ein bisschen universal einsetzen. Und in diesem Falle hat man dann geworben für Uhren oder für Schmuck in dem Falle. Kann also durchaus sein, die Geschichte, dass also da jemand das als Werbemittel in das Schaufenster eines Uhrengeschäftes gepackt hat. Mhm. Genau. Aber hier vorne, Entschuldigung, dass ich unterbreche, das sieht aus wie ein Münzeinwurf. Das ist ein Münzeinwurf. Wenn du solche Kaufhäuser dir vorstellst, früher war das ja so ein riesen Anlaufspunkt, weil Kinder hätten da wahrscheinlich eine riesen Traube drum gebildet und hätten reingeschaut. Und wenn du jetzt richtig begeistert bist, gehst du in das Geschäft und wirfst eine Münze ein und sagst, danke, dass ihr das gemacht habt. Nee. Das ist einfach nur so eine Nettigkeit, wie so eine Art Trinkgeldbox für diese schöne Freude, die man den Leuten dann damit macht. So, ich zeig dir, wie er funktioniert. Hier hinten an seinem Frack ist der Aufzug. Das heißt, damit kann ich den Schlüssel aufziehen. Ja, also mit dem Schlüssel ziehe ich das Uhrwerk auf und das ist ein ganz normales Uhrwerk drin. Das heißt, wahrscheinlich kann das auch eingesetzt werden für eine normale Wanduhr oder ähnliches. Wenn ich ihn jetzt wieder kurz anstupse, hör mal, dieses Knacken. Ja. Das, also der Kopf erfüllt genau den gleichen Zweck wie das Pendel bei einer Uhr und geht immer wieder einen Tacken weiter. Dadurch kann der Anker ein bisschen hin und her kippen und das Zahnrad kann immer wieder ein bisschen weitergehen. Zeigt der denn noch die Uhrzeit? Die Uhrzeit zeigt er nicht. Das ist also wirklich ein reines Werbemittel. Es ist ein Bewegungsautomat. Und diese Automaten waren speziell in dem Ende des 19. Jahrhunderts sehr beliebt. Ja. Und da hatte man sowas für verschiedene Einsätze. Wenn ich mir so den Kollegen das jetzt mal so angucke, ich versuche immer so Rückschlüsse zu machen von der Kleidung, Frisur, Alter. Ja. Das könnte so 20er, 30er Jahre sein, oder? Ja, ich denke auch so 1900 wäre mir etwas zu früh. So um 1910 bis 20 würde ich hier einsetzen auch. Mhm. Die Schatulle gibt auch ein bisschen ein Indiz dazu, weil das ist so typische Machart, wie man das so in der Zeit hätte. Muss aber nicht sein, die muss ja nicht unbedingt als erstes drauf gewesen sein. Ich gehe aber davon aus. Ja. Hast du einen Hersteller finden können? Einen Hersteller habe ich leider nicht. Ich kann hier also nur über das Material reden. Das Ganze ist aus Pappmaché. Das Uhrwerk selber wird aus Metall sein, teilweise mit Holz aufgehangen. Und wir haben natürlich ansonsten Stoff. Hier haben wir einen dünnen Leinen und der Frack ist aus Filz. Das ist auch noch alles original. Der Zustand ist ja eigentlich schon ganz nett, ne? Der Zustand ist sehr gut. Ja. Das Einzige, was wirklich stört, ist, hier hinten wurde der Frack einfach zu oft aufgezogen oder zu oft bewegt, das Ganze. Und deshalb ist er hier ein bisschen ausgeschlissen. Ist ja Gott sei Dank hinten. Ne? Genau. Ja. So, der Alte soll weg. Was würdest du gerne an Geld haben wollen? Was hast du bezahlt, wenn du mir sagen möchtest? Ja, mein Wunschpreis ist zwischen 2.000 und 3.000 Euro. Alter Schwede! Ich weiß, wie sie gehandelt werden. Sehr selten. Zwei Weltkriege überlebt. 100.000 Euro gebe ich nett ab. Wow! Was sagt der Profi?
Ja, diese 2.000 bis 3.000 Euro, die könnte man anvisieren, wenn man jetzt genau sagen könnte, für welche Firma hier diese Figur als Werbepate stand. Das können wir aber nicht, weil man sieht ja, diese Uhr ist zwar drauf montiert, aber sie ist von der Haltung her nicht unbedingt dazugehörig. Wenn ich jetzt genau sagen könnte, es wäre die Marke, dann könnte das tatsächlich stimmen. Und deshalb bin ich natürlich etwas unter Ihrem Wunschpreis, aber deutlich über Ihrer Schmerzgrenze. 1.500 bis 1.900 wäre so meine Einschätzung. Ja, Andreas, da würde ich mal sagen, das ist deutlich über der Schmerzgrenze, ein bisschen unter dem Wunschpreis, aber du kannst verhandeln ohne Ende. Passt, mein Lieber, viel Spaß mich. Drüben. Dankeschön. Vielen Dank, gell? Tschüsschen, da geht's rüber. Tschüss. Das ist der perfekte Ehemann. Warum? Ja, Schatz. Ja, Schatz. Ja, Schatz. Ja, Schatz. Fragezeichen im Händlerraum. Ist irgendwo ein Schalter? Guck mal. Jetzt läuft der. Ach, der tickt. Das ist schon ein bisschen gruselig, oder? So ein Horrorkabinett war das auch. Er sagt ja nichts. Ich dachte, er fängt jetzt an zu singen. Ich fühle mich gut und gehe voller Erwartungen in die Verhandlungen. Und das, obwohl die Schätzung niedriger ausgefallen ist, als erhofft. Denn verkaufen möchte Andreas trotzdem. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Moin, moin. Hallo. Also, ich habe ja schon viele Uhrenständer gesehen, aber den noch nie. Schon sehr cool. So ein Teil gefällt er euch? Ja, super. Das freut mich. Super. Auch total selten bestimmt, ne? Ja, Kopfnicker gibt es nicht mehr viele. So, und sein Leben hat er eigentlich in einem Uhrengeschäft in der Schweiz verbracht. Als Schaufensterdekoration. Und ich habe ihn in Straßburg von einer Puppensammlerin erworben. Also aus Ladendekoration für den Schaufenster ist das gigantisch. Gigantisch. Toll. Ja. Schön. Ja. Wer fängt denn an? Ich starte mit 150 Euro. Ich mach mal 180. Ja, das wollte ich jetzt gerade sagen. 200. 200. 220. 240. 250. 260. 280. 300 Euro. 320. 330. 340 von mir. 350 von mehr. Wir sollten die Schritte etwas erhöhen, sonst dauert das alles so lange. Oh, okay. Puh. Okay, ja, dann sind wir wohl anscheinend ein bisschen niedrig, ne? Ich weiß ja, wie sie gehandelt werden. Im Moment wird nur einer angeboten in den USA, wo dem ähnelt. Ja, was kostet der da? 3.500 Euro. Das war auch mein Wunschpreis eigentlich. Ja. Und die Expertise lag bei 1.500, also zwischen 1.500 und 1.900 Euro. Okay, ich glaube, das ist auch für den europäischen Markt realistisch, weil der amerikanische, da sind immer Preise, die sind immer extremst hoch. Also das kann man eigentlich nicht vergleichen. Ja, absolut. Jetzt sind wir wieder an dem Punkt, wo wir überlegen, machen wir noch ein Gebot, machen wir noch irgendwie vielleicht jemand, hat noch jemand Interesse? Also ich würde noch 800 Euro sagen. Wow. Machen wir einen Riesensprung, ich komme gleich dann gegen 800 Euro, ist er mir wert. Ist mal etwas zu wenig. Kann ich verstehen, deswegen habe ich überlegt, sagt man überhaupt etwas? Was? Also wie wäre die absolute Schmerzgrenze? Schmerzgrenze wären 1.000 Euro. Okay. Ist ja auch fair. In Anbetracht des Schätzpreises auf jeden Fall. Mhm. Fabian, machst du 1.000? Irgendein anderer? Da ist mir nicht so weit weg mit deinem Gebot. Ja, aber ich bin bei 800 auch wirklich, das war so meine Schmerzgrenze. Mhm. Ne? Kommt man da irgendwie mal zusammen oder? Oder nicht, wechselt die Kuriosität den Besitzer. 900, letztes Mal. Zu mir kommt. Gut. Sehr gut. Das ist auch in Ordnung, ne? Für dich. Für beide Seiten, glaube ich. Ich denke auch. Das weiß man immer nie, ne? Ja. 700. Super. 900. Vielen Dank. Bedanke mich. Tschüssi. Schöne Zeit. Tschüss. Ciao. Tschüss. Tschüss. Hör mal, schnell, cool. Schnell zugeschlagen, toll. Ja, das ist doch super, das Ding. War unterhaltsam. Er hat gefallene Kopfnicker und hat ein neues Zuhause gefunden.